Charlie, hallo und herzlich willkommen zurück bei Olympique Lyonnais in Lyon. Und wollen wir nicht lang rumfackeln, in der letzten Folge haben wir nämlich das nicht gemacht, sondern das gemacht. Jetzt habe ich wieder gescoutet mit Mangala und Saar. Und ich glaube, wir werden Saar verpflichten. Wir hoffen, dass es funktioniert. Habe ich noch so viel Geld? Ja. Schon so viel Geld? Ja, okay. Egal. Ich wäre bereit, jemanden abzugeben. Zum Beispiel Yangambio. Flügelspieler. Nee, Transfers auch anbieten. Nein. Nur einfach mal 13 Euro. Super. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Rolle im Kader. Wie steht man Stammspieler? Super. Vertragslaufzeit 5 Jahre. So ein junger Spieler. Jawohl. Oh, perfekt. Oh. Muss mal aufpassen, ne? Ja klar, 9 Millionen. Das Steuerkreuz funktioniert super bei dem FIFA-Teil übrigens. Hab ich schon mal erzählt. Geld. 8 Millionen. 10 Millionen. Mal noch einen Stürmer suchen, den man irgendwie. Weil nur Kone ist ja auch ein bisschen weak, oder? Oder so zur Auswahl. Locker Set. Zurückholen klein. Ach, schade, dass er nicht noch da ist. Der Privilegier muss ziemlich gut sein, eigentlich. Chemin, den Namen, den ich gerne aussprechen kann. Alessandro Blair, oder ist auch nicht so gut für die Bank. Noch mehr als 10 Millionen kosten bestimmt. Nee, da fehlen die hier schon mal raus. Die Bundesliga noch ein Stürmer. Oh, Augustin, na klar. Haller, aber die sind alle erst gewechselt. Das wird nicht. Der Frell wäre tatsächlich eine Alternative gewesen mit der schönen Pace hier raus. Gut, ja, ich glaube, ich muss Stürmer jetzt erstmal. Ja, super. Anders werde ich suchen. Noch ein Jung. Ist der mal kein Franzose? Dennis Eckert, geil. So, ihn zum Beispiel, der ist wieder nach Santos. Oder Iglesias. Obama spielt auch super. Nicht schon wieder sein Abkehr. Nein. Rest der Welt. Wir haben so viele coole Stürmer. Coloris. Ich weiß ja, wie ein guter Ball, der ein bisschen Potenzial hat. Pispas. Ne, schade. Ach, ich hätte schon. Ja, okay. Victor Andrade ist jetzt Stürmer. Oh, aber geil, der ist jetzt basic, das wäre cool. Luis Enrique, Rui Pedro, Ronaldo, Leandro Luis, Leandro Ruiz, Leonardo, Alter, kann ich lesen. Können wir in die Liga Banco Mea MX gucken.
Wie guckt er denn? Meistens habe ich lieber Spiele mit Bild, aber es gibt auch Spiele ohne Bild. Oh ja, Lexus Vega. Gibt auch Spiele ohne Bild, die man Potenzial haben können. Oh Gott, da habe ich gerade keinen Bock zu schauen. Ich gibt's auch solche Ligen, coole Spiele. Dudu. Ishimi. Hirao. Kishimoto. Kitikawa. Alter, die Namen. Abfuck. So, den haben wir auch mal cool im Kader, weißt du, der so ein bisschen Potenzial hat. Bei Herzwahrscheinlichkeit am Potenzial. Nee. Das wird mir nicht viel bringen. Den nehme ich mal mit auf die Liste, den ich jetzt gerade genommen habe. Den Cutrone, weil der ein echt eine sehr gute Saison spielt und sich mittlerweile auch echt stark gemacht hat bei Milan. Bis als nächstes Talent in Milan gilt, den kann man ruhig mal auf die Liste setzen. Oh, warum will Dorian nicht wechseln? Von Dorian. Ja, Raphael bleibt mal schön. Lucas Toussaint, nee. Swansea. Nein. Mal kurz gucken, ob wir noch einen Stürmer finden. So übers Internet oder so. Nicht so wirklich. Mensch. Nö. Nö. Naja, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir hin. Wie schon wieder für Toussaint. Achso. Lieder bei 4 sind übrigens richtig geil. Von Ohren. Found What I've Been Looking For ist geil und von Dead Crush dieses Alt J oder wie das heißt. Das sind einfach die besten Lieder. Nö. Och, sag mal, nein, Raphael wird nicht verkauft, Mann. Nehmen wir den Rest an Patrick Coutron. Pfizer ist zur Schalke gewesen. Pfizer ist der Typ, der mit übelst viele Titel schon gewonnen hat, ne? Und sich mal all lustig drüber gemacht hat. Den müsste Schalke mal holen. Oder der Zwerg wurde. Na, ist egal. Wie sieht denn jetzt aus mit den Scouting? Das ist jetzt mal. Haha, muss man meckern. Nein. Beide nicht, nein. Trainingstag. Wie Interesse an George, Kevin und Guru. Ach, Leihangebot, wollte ich sagen, Alter. Wäre wieder so fail vom Spiel gewesen. Aber das hätte ich dem Spiel zugetraut, von daher. Genau.
Okay. Krieg ich hin. Und 1% mehr zu erworben. Okay. Und was war? Ja, perspektiv schwer. Ja, klar, 5 Jahre Vertrag, ne? Pressierungsspiel. Nur 3 Jahre. Das ist schon eine Angebote. Ja, von mir aus. Willst du noch eine Ausstiegsklausel haben? Ja. Alles klar, der Typ übelst Angebote hier. 7 Millionen. 4,8. Ach, von mir aus. Ist eh nur krass, der besten Spieler, so. Was für die nochmal? 3,4 Millionen. Ach, 3,4 Millionen, hm. 4.000 und kriegst einen Einstiegsbonus von 30.000. Der Typ übelst die Anforderungen. Da kommt so ein Prestige für 1 Million und der Typ stellt übelst die Anforderungen in allen Bereichen. Die Leute, die stellen ja mal Anforderungen. Ja, da kommt Vega mit seinen 66 noch auf die Bank. Und dann steht der Kader, glaube ich, erstmal. Och, wisst ihr was? Ich hätte fast angenommen. Oh Gott. Ihr wollt Lopez, könnt ihr haben für 45 Millionen. Ja, genau. Jawohl, der wird Lopez wohl noch gehen. Das ist jetzt natürlich noch ein Kara-Transfer, ne? Aber ich hatte schon einen im Hinterkopf, der der logische Nachfolger wird. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer sich mit FIFA und Talenten auskennt. Kann neuer werden. Toll, hätte ich mal noch einen guten Stamm holen können. Na geil, den Rest stelle ich in die Jugendakademie oder für den Winter. Mal gucken. Ja, Janka im Biber, ich würde ihn gerne verkaufen. Kein Problem. Gut. Auftaktspiel ist dann gegen Straßburg. Noch mit. Ach Quatsch. Ganz ehrlich. Typ ist 17, der ist 19. Dann lasse ich lieber ihn. Bin ich dumm. Drei, zusammen. Ja, genau. Ne, Marcelo muss noch. Safe Call. Marcelo. Ah, für Grenier. So, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Beim Spiel Heimauftakt gegen Straßburg. Bis dann, macht's gut. Ciao.